Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 14. Oktober 9:30 Uhr. Und die Märkte kommen so langsam in Schwung. Wir konnten zuletzt eine abnehmende Volatilität feststellen. Das heißt, die Schwankungsbreite diverser Währungspaare, mit Ausnahme des britischen Pfunds gestern, ist hier leicht rückläufig. Das lässt sich ganz klar feststellen. Insbesondere Euro-US-Dollar, ja, die letzten 2 Handelstage, beispielsweise Montag 37 und am Dienstag mit bescheidenen 66, 67 Pips. Das ist ganz klar durchschnittlich weniger als sonst. Denn wir haben hier Tendenzen Richtung 90 bis 100 Pips eigentlich gerade bei US-Dollar. Und das ist schon eine gewisse Anspannung, die hier möglicherweise am Horizont zu sehen ist, zu spüren ist. Euro-US-Dollar hatten wir erst gestern im Devisenradar im Fokus und da ging es auch speziell darum, dass wir uns der Widerstandszone 1,14, 1,1455 annähern. Und genau da sind wir gerade. Aber es soll heute nicht um den Euro gegenüber dem US-Dollar gehen, sondern um den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Wir sehen hier kurz die Saisonalität bis im Oktober oder der Oktoberverlauf generell hier eher mit einer leichten Schwäche beseelt. Insofern darf man sich fragen, wie die jüngste Performance weitergeht. Letztlich hat, und das sehen wir uns mal hier auf dem Wochenchart an, die jüngste Bewegungsintensität als solche hier dazu geführt, dass wir zwar ein neues Mehrwochentief machten, aber das Ganze hier relativ schnell mit dem Start in den September wieder umgekehrt wurde und sich dennoch hier sozusagen eine, ja, Konsolidierung abzeichnete, die sich immer wieder gepaart mit schwachen Wochen und wieder starken Wochen hier letztlich darstellte. Was wir hier schön sehen, ist diese Kerze hier vom September. Und da haben wir, wenn wir diese Kerze nehmen und das Ganze rüberziehen, hier sehr schön zu sehen, dass wir hier eine klare Range innerhalb dieser Handelskerze, dieser Handelswoche vom September, Anfang September haben. Und innerhalb dieser gab es letztlich immer wieder wilde Bewegungen, aber keine klare Richtungsentscheidung. Doch jetzt sehen wir hier im Bereich eben 136,80, 136,90, 137, dass hier mit dem Ausbruch aus der letzten Woche, hier die aktuelle Handelswoche, durchaus die Chancen bestehen könnten, dass hier was nach oben geht. Allerdings sind hier diese Abwärtstrendlinie mehrfach bestätigt. Auch hier im August schon mal der Ausbruchsversuch und die Woche drauf, Sie sehen, was hier passierte. Ein klares Scheitern. Soll heißen, wenn wir diesmal wieder nicht nach oben rauskommen, dann wären wir zum einen hier auf Wochenbasis an der oberen Range-Kante und würden womöglich wieder mit Eintauchen in Schrägstrich unter die Abwärtstrendlinie dann wahrscheinlich Mindestpotenzial bis zu den letzten Tiefs generieren, was dann eben Abwärtspotenzial bis 132,75 rund versprechen würde. Können wir uns aber hier halten, brechen raus, aus über 137 sieht es wieder ganz anders aus. Und das ist genau die entscheidende, spannende Situation, weil wir sind jetzt hier an einem wichtigen Widerstandslevel und jetzt muss ich eben zeigen, ob die Bullen die Kraft haben, hier weiter nach oben aufzudrehen. Schauen wir uns mal kurz die Lage hier im Tagesschart an. Da wird auch deutlich, dass wir hier auch einen untergeordneten Abwärtstrend haben. Übergeordneten bereits überwunden. Hier ist die Widerstandszone 136,80, 137 rund diese Zone. Und ja, da sehen wir auch sehr schön, wie der Preis letztlich in der vergangenen Woche schon einmal daran scheiterte, die 137 zu erobern. Und besser gesagt, zweimal sogar, nicht nur einmal. Und hier eben die Frage halt, das war Montag, das war Freitag, letztlich Freitag und Montag genau gescheitert knapp unter 137 und jetzt eben die kritische Frage, wie geht's weiter? Faktisch, wenn wir einen Ausbruch über 137 machen, dann eröffnet sich hier auf der Oberseite kurzfristiges Potenzial bis 138, 85 und vielmehr noch bis über 140. Dann wäre hier die Zielmarke des Hochs vom Juni bei 141,05 auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziel. Schlägt hingegen die Saisonalität negativ durch. Und dreht der Preis hier wieder nach unten ab, dann müsste man sich, wie schon gesagt, hier auf Rücksetzer sogar bis 132 einlassen. Aber auch hier im Tagesschart schön zu sehen, eine Supportzone, eine Kaufzone hier im Bereich 133,50. Das wäre dann in jedem Fall ein kurzfristiges Abwärtsziel, wenn es hier zu einer Umkehr kommt. Umkehr infolgedessen auch, dass wir hier am Freitag eine starke Kerze gesehen haben, die hier auch ein kleines Unterstützungslevel manifestiert. Und hier wäre, wenn der Preis zurückkommt, bei 135,60, 135,65 aufzupassen, was passiert.
Denn stabilisiert sich der Preis hier, nochmalige Chance nach oben, aber bei Durchbruch darf man hier unterhalb von 135,50 unter 135,45 durchaus mit einer weiteren Abwärtstendenz rechnen. Letztlich wird alles oder viel am Euro-US-Dollar hängen. Wenn der nämlich über 1,14 ausbricht, dann haben wir, wie gesagt, hier das Potenzial auf der Oberseite, was sich relativ schnell entfalten kann, weil Euro-US-Dollar selbst dann das Major Pair schlechthin auf Tagesbasis ein klares Signal generieren würde. Andererseits, wenn wir hier noch ein Stück weit zögern, Euro-US-Dollar dann auch gerade als sozusagen Major Pair hier nicht schafft, nach oben auszubrechen, dann müsste man sogar diese Variante hier im Sinne einer rückläufigen Preisentwicklung einplanen. Letztlich hier an einer sehr, sehr entscheidenden Zone, sehr, sehr interessant, und insofern drücke ich Ihnen mal die Daumen, wie Sie hier das Ganze letztlich einfangen werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier mal einen Einblick geben, wie ich persönlich Euro-Yen einschätze. Der Bias meines Erachtens, wie gesagt, leicht bullisch, könnte mir auf jeden Fall einen Ausbruch auf der Oberseite vorstellen. Der ist aber, wie gesagt, bislang noch nicht erfolgt. Dazu müssen wir deutlich über das Widerstandslevel ausbrechen. Das werden wir im weiteren Wochenverlauf sicher beobachten. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Handelstag, viel Erfolg beim, was Sie angehen, und wenn Sie mögen, bis heute Nachmittag zum JFD-Devisenradar oder dann natürlich morgen wieder 9:30 Uhr. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.